Ja, von den Festlichkeiten beim letzten Mal, der Würstchenparty zurück in die Taverne. Das habe ich tatsächlich während den Folgen mal gemacht. Denn wir hatten ja geplant zu verkaufen, Taschen leer zu machen. Und ich habe die Gelegenheit auch genutzt, ja, die Talente in der Zwischenzeit noch schnell zu vergeben, die beim Level-Up entstanden sind. Die Magierin kann jetzt Gegner vereisen mit dem normalen Fernkampfangriff. Und der Zwerg kann. Was kann der Zwerg noch gleich? Er kann auch irgendwas. Ich glaube. Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Verflixt noch eins. Egal. Er kann auf jeden Fall was. So. Dann hatten wir ja das Problem. Wir können zwar das Fest noch weitermachen, aber wir hätten ja auch noch die Nebenquest. Den Triton-Kult konfrontieren. Ich habe mir nochmal den Questtext angelesen. Und der schickt uns eigentlich in den Keller. Nämlich da, wo wir. Es müsste die Ecke gewesen sein mit den ganzen Statuen. Und ich würde dann nochmal versuchen hinzugehen. Vielleicht sehen wir ja irgendeinen Hinweis, was man mit den Statuen da machen muss. Und wenn das nicht klappt, mittlerweile sind wir auch ein bisschen von Leveln her gestiegen. Wir hätten auch im Untergrund nochmal was zu tun. Die Quest mit den Dieben, die wir schon mal versucht hatten. Das wäre jetzt so der Plan B. Erstmal. Bevor wir hier die Hauptquest weitermachen. So, der. Ich meine doch, hier ging es doch dann runter, oder? Also hier geht es erstmal am Friedhof. Das ist mir auch schon mal fast richtig. Und da war doch dann, glaube ich, der Gang nach unten. Im Keller. Und da sollten wir irgendeinen Kult konfrontieren. Das müsste jetzt hier sein. Nö. Moment mal. Das Fleckchen. Das Fleckchen kenne ich doch zur Genüge mittlerweile. Das sind doch hier immer wieder Fallen gewesen. Deswegen, ja. Ich verzeihe es mir, dass das Ganze jetzt ein bisschen langsamer gerade mal vonstatten geht. Aber. Wenn ich hier schon einen Dieb habe. Da guck mal an hier, ne? Der kann nämlich tatsächlich die Falle hier. Deaktivieren. Dann kriegen wir nicht unbedingt Schaden. Kostet ja alles gutes Geld. Also, ne? Ah, schau mal eine an. Da hat sich eine Tür. Die Tür hatten wir schon mal gesehen. Und da sind wir aber dann durchgekommen ohne die Quest. Jetzt geht das. Also, gehen wir da durch. Ja, da ist die Elfin ganz, ganz, ganz verzückt, wenn der Barde unseren Anführer vorzieht. Wie oft es hier irgendwo nach unten geht und nach oben. Ich mach mal erstmal die Neben. Versperrt. Auch versperrt. Na gut, dann machen wir halt nicht erstmal die Nebengänge, sondern machen direkt den Hauptgang. Klopfen da mal an. Da wären wir, an der Tür, die mir Raoul Schluderlik mit seinem letzten Atemzug nannte. Aber da ist kein Griff, um die zu öffnen. Adrunkala Musik, Autschis Öhrchen. Er sagt, er hat gerade eine unmenschliche, schreckliche Musik durch diese Tür dringen gehört. Wenn wir ein paar Noten spielen, zieht sich der Knopf vielleicht selbst auf und der Riegel öffnet sich. Ja klar, und meine Omi strickt Fäustlinge mit Orkfetzen. Oh mein Gott, ist das jetzt da hier? Das ist ein Rätsel, oder? Hatten wir nicht irgendwas von übermäßiger Quarte oder verminderter kleiner Terz? Oder verminderte Quinte? Obwohl. Das war's wohl nicht. Beim Klange der Stimmgabel, Gefährten. Das Geheimnis hat seine Tore aufgetan und Rache wird unsere Schritte leiten. Aber es klingt so mies. Recht hat sie, die El. Ja, also gehen wir. Wie? Der Zwerg gibt der Elfe recht? Das ist ja wohl unerhört. Ja, der Barbar geht voraus. Ja. Kämpfen! Da sind sie ja schon. Haben die da einen Nonenschlüssel auf dem Boden gemalt? Mit Steinen? Schurken, Übeltäter! Wir sind gekommen, um einen guten Mann zu rächen und eure unsägliche Intrige zu beenden. Hervorragend. Wir haben schon auf euch gewartet.
Könnte das eine Falle sein? Ja, das sieht uns ja auch gar nicht ähnlich. Ich hab's ja gleich gesagt, Musik ist Mist. Was meinen Sie damit, verdammter Peiniger musikalischer Intervalle? Der Tod Ihres Freundes war nur ein Opfer, das er freiwillig auf sich nahm. Er war einer von uns. Wie bitte? Das Grabmal, in dem die Dämonengitarre verwahrt wurde, hat sie für uns geschützt. Doch dank ihm haben wir euch wie Marionetten benutzt, um die Dämonengitarre in die Hände zu bekommen. Verdammter Mist, wir haben schon wieder für jemanden die Drecksarbeit gemacht. Oh, Elend und hohes C. Wir haben ihnen das Objekt ihrer Begierde direkt in die Hände gespielt. Mit diesem Instrument werden wir den ultimativen Anti-Akkord beschwören. Und unsere Macht über diese Welt wird keine Grenzen kennen. Ich verstehe nicht alles, aber es klingt echt gemein. Auch wenn mein Freund der Verdammnis anheimgefallen ist, werde ich nicht vergessen, dass er einst ein guter Mann war. Ich werde sein Andenken rächen. In dem Fall werden wir die Dämonengitarre mit eurem Blut läutern. Stopfen wir ihm die Roben durch die Ohren. War ja zu erwarten, dass es hier direkt wieder einen Kampf gibt. Oh, ich sehe. Darf ich jetzt irgendwann nochmal... Da. Ist doch hier einer noch hinten verschwunden, ne? Genau, wir haben da... zwei Wege jetzt da. Vorne und links. Ich würde den tatsächlich nach vorne stellen wollen. Neben den Zwerg. Dass wir den Zwergenwurf wieder machen können. Und... so, da hinten, die sind noch so ein bisschen versprengt. Ich denke, das wäre eine gute Sache, um den Ranger da hinten mit reinzustellen. So, der stellt sich da mal so ein bisschen dazwischen. Die Elfe mit ihren AE-Schießfähigkeiten bleibt mal hier, kommt aber auch ein bisschen nach vorne. Und der Barbar stellt sich da mitten rein. So, die Magierin. Ja, die Magierin bleibt, wo sie steht. Was ist denn das schon wieder? Haben die uns langsamer gemacht? ...60 auf nächste Distanz und 75... Na, meinetwegen. Probieren wir's. Ist ja eigentlich erstmal egal, wer hier... So, ach ja, der Ogre hat jetzt einen großen Hammer. Moment, der Ogre hat jetzt einen großen Hammer. Und er hat... den Zwerg, den er jetzt werfen kann. Und den könnten wir mit... Das ist gut. Katum Kalunga. Auf geht's! Ich bin dran. Möchtest du wohl gern? Das ist für dich! Ich führe euch zur Dissonanz. Sieh schon, wir werden hier geliedert, ja, statt geläutert. Sag hallo zu mir, im kleinen Freund. Komm, wenn ich da bin, bin ich auch schon wieder weg. Ja, wo ist der jetzt wohl? Den Zwerg können wir so nicht buffen. Wir könnten natürlich nach vorne. Dann müsste das gehen. Eine Ballade auf den Zwerg. Das hier, ob das hier weitergeht, ich glaube, das ist zu weit weg, ne? Das geht aber. Gehen wir zumindest noch einen Schritt zurück. Bisschen mehr Distanz hier. Dissonanz und falscher Rhythmus. Wir sagen. So, die Magierin. Das machen wir den Ranger noch aushelfen hier.
Der Wirbel ist gerade noch nicht angebracht. Da steht der Ranger falsch. Heilung brauchen wir aktuell noch nicht, deswegen gibt es erstmal einen normalen Angriff. Macht euch bereit. Schade, leider hat der Eis noch nicht direkt gegriffen. Der Eisangriff. Ich könnte dir aus einer Meile Entfernung die Filzläuse wegschießen. So, unser Schurke ist ja auch da. Der hat jetzt hier gute Karten. Oh Mann, wir tun hier Bus bauen. Der Tod schlägt völlig lautlos zu. Jetzt geht's los. Das Gift ist jetzt auch nicht so übermäßig stark. Ich könnte dir aus einer Meile Entfernung die Filzläuse wegschießen. Ach ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich bei dem Zwerg verbessert habe. Den Tornado, der lässt deutlich höhere Reichweite. So war die Nummer nämlich. Genau. Machen wir doch mal das hier. Ich bring euch zum Tanzen. Der hat sogar die Töne getroffen. Furchteinflößend, der Zustand verängstigt, bewirkt, dass sich der Charakter sofort vom Auslöser der Angst entfernt. Das ist ein unmittelbarer Zustand, der nicht mehrere Runden andauert. Ein Charakter kann ihm mithilfe seines magischen Widerstands widerstehen. Ja, genau, super. Das heißt, die nächste Runde von ihr ist auch schon wieder beim Teufel. Denn sie wird sich jetzt denken, alles klar. Ich spiel mal lieber nicht mit dir. Oder könnten wir hier nochmal von hinten ranschleichen? Der Ogre, warum hat denn der so wenig Reichweite? Und vor allem irgendeinen Schurken haben wir hier auch noch hier rumschleichen. Was hab ich denn noch? Ich hätte noch die Spinnenbombe. Die geht nur auf ein einzelnes Ziel. Wir probieren die mal aus. Wenn ich sowieso nichts auf die Distanz machen kann, außer eine Bombe werfen, dann werfen wir mal eine Bombe. Ich wollte immer wissen, was so eine Spinnenbombe macht. Achso. Bewegt sich jetzt noch nicht. Hättest du wohl gern. Das wird wehtun. Na klar, auf den Ogre. Moment, wir könnten doch die da hinten vielleicht verstimmen. Fangsland, jeder von meinem Ruhm wingen. So. Die Gute hat jetzt ein echtes Problem, glaube ich, ne? Wir stellen die jetzt mal da hinten, dann soll die mal den Fleischhappen da essen, dann die das gleich umkippt hier, die Gute. Ja, da muss jetzt aber erstmal 2 Wochen Sport machen, dass die Kalorien wieder runtergehen dann. Bei dem Riesenhappenfleisch. Zeit für die Ogerheilung. Stimmt, die Heilung haben wir verbessert, genau. Da habe ich mich ja letzte Folge noch beschwert, dass sie auch schon mal stärker war. Jetzt ist sie wieder stärker. Ich bin am Zug. Relativ gesehen natürlich. Das hat weh. Das ist doch fies. Da ist der Zwerg einmal rangerannt und schon ist er wieder weg hier. Das waren 99%! Ach, ihr macht mich fertig hier. Luke kann ja auch im Fernkampf angreifen, da die da hinten sowieso gestunt sein sollten.
Ich bin dran, abschaut! Der ist ja gar nicht gestunt. Ich dachte, ich habe die beide erwischt. Ach klar, kick den Ranger weg, na logisch. Die ist auch nicht gestunt. Oh, diese Kapuze hättest du wohl gern. Haha, ich hab die Moves. Wie war denn das bei ihm? 26, 32? Oh ja, Nahkampf ist besser bei ihm. Also gut, dann erstmal Nahkampf. So, jetzt kann der endlich mal mit dem Hammer zuhauen. Spönk. Da, wo der hinhaut, wächst gar nichts mehr. Wir hätten noch den Swing, wir hätten noch die Inspiration. Ja, machen wir die Inspiration auf den Baban. Wir haben ja schon so einen kleinen Plan. Ansonsten bleibt er mal da hinten stehen erstmal. So, die Gute muss dann jetzt erstmal vor aus der Deckung raus. Und dann würde ich sagen, Zwerg heilen. Keine zwei Ziele anvisiert. Dann helfe ich mir mal direkt hier vorne aus. Und hier die gleich mal wegbekommen. Mitten in die Fresse! Stimmt, der hat doch jetzt. Hat er jetzt nicht zwei? Und wieder ein Crit, na logisch. Also erstmal den Kriegsschrei. Komm! Hey, hast du Krums Geist in deine Stinkstiefel gelassen? Mama mia. So, darf der nochmal irgendwas machen? Der ist jetzt gelaufen, hat einen Schrei gemacht und angegriffen. Nee, darf er nicht, ne? Ja. Kein Meucheln verfügbar. Ich bin dran, abschau. Naja, ein bisschen tickt das Gift schon, aber wirklich super toll ist es echt nicht. Da hatte ich mir mehr erhofft von dem. Wie das Spiel halt einfach. Ach ja, ich liebe es. Ach nee, der Zwergenweitwurf funktioniert leider noch nicht. Okay, Dann müssen wir tatsächlich da jetzt hinlaufen. Also komm, mach deinen Crit. Wir haben ja genug Hitpoints aktuell. So, drei Nahkämpfer an drei Gegnern dran. Okay, also gut. Er trifft. Das.
Der Kollege hält einiges aus da hinten. Hat sie gerade höhere Reichweite? Ausgewichen? Das ist nicht mehr. Schluss mit der Musik, ich bin sowas von fertig. Moment mal, ich will wissen, wenn ich jetzt, wenn ich den Butcher mache, den mal wegschleudern. 51. 76, aber mit der Chance, dass der Barbar zuschlägt, ja. Warum ist das schon wieder ein kritischer Fehler? Ja klar, jetzt hat er auch noch Schutz hier auch noch. Das war dann wohl der Abgesang, ja? Bönk. Bönk. Was war das denn für ein Move? Nur damit er jetzt den Zwerg von hinten angreifen kann? So was Dämliches. Irgendwie noch was machen? Naja, spinnen wir nochmal vor. Die Heilung von ihm ist vielleicht auch gar nicht so blöd, dass wir die noch haben. Ich würde ja ganz gerne wirklich zu dem schon vor, aber wir hätten nur noch einen, den wir zuerst weghauen müssen. Nein, ich höre Harmonien! Ach, sehr schön. Er kann direkt zuschlagen. Oh, das ist ja schön. Da ist mal der Sun geprockt. Stimmt, das haben wir ja bei ihm auch. Sein Schwert zu verkaufen heißt seine Seele zu verkaufen. Das 35% mal treffen. Ach, der will durch, da, der will das ganze Areal durch. Ach, naja, gut. Kann er knicken? Was soll ich denn da nochmal für einen Zauber? Unwahrscheinlicher Schwertschlag, ach so. Nee, das bringt uns genau gar nichts. Das ist mal eine dieser Gelegenheiten, wo man sie mal auf Wachsamkeit einstellen kann. Die Wundversorgung machen wir mal vorne auf den Barbaren. Ach, obla, da steht noch einer, der gehört zu uns. Ich dachte, der gehört zu uns. Oh nein. Wieso habe ich denn. Wie komme ich denn auf den Irrglauben? Achtsamkeit. Mal vergiften. Ich bin ein Anführer. Ja, Herr Anführer. Da hat er kritisch getroffen. So, jetzt hätten wir wieder den Zwerg hier. Und hopps. Der Artilleriezwerg. Ja, bis auf die Elfen haben wir eigentlich alle noch ziemlich viele Hitpoints. Was bekommen wir? Broschüre der Bard Akademie. Was bringt die? Eine Broschüre des berühmten jährlichen Bardenwettbewerbs, unterzeichnet von Glaviophony selbst. Wer hat noch nie davon geträumt, jedes Jahr 11 der 12 schlechtesten Musiker aus dem Land fangen zu eliminieren? Kleiner Energiering.
Ring der kleinen Parade, Schultergurt des Musikers. Das klingt ziemlich stark. Sieg! Die Seele meines Freundes wurde gerecht! Nicht so schnell! Ihr Anführer ist noch am Leben. Schurke! Ich muss das Versprechen der Rache, das ich dem toten Freund gegeben habe, halten! Du meinst den Typen, der uns den Schlamassel erst eingebrockt hat? Es ist eine schwierige Entscheidung. Oh, oh, tut mir leid. Ich hatte mir die Ohren vor dieser Kakophonie verstopft. Welches Schicksal habt ihr denn nun für den Anführer des Kultes des Tritonus vorgesehen? Ihm einen Tritonus vorspielen oder ihm etwas Harmonisches vorspielen? Was Harmonisches, oder? Das kriegen die ja selber gar nicht hin. Ich spiele ihm ein harmonisches Intervall vor. Die perfekte Quinte soll der Hammer der musikalischen Gerechtigkeit sein. Ah, bei der pentatonischen Tonleiter, was ist das? Was sind das für Roben? Die gehören zum Kult des Tritonus. Des Tritonus? Wie fürchterlich, aber wo sind wir? Im Kerker von Neuelbeck, zwischen Lobé und Valtordu. Himmel, ich bin so weit weg von zu Hause. Ich bin der Chorleiter der Glark-Abtei. Ich weiß noch, wie ich einen seltsamen Musikkodex aus dem Bücherschrank aufgeschlagen habe und dann nichts mehr. Gar nichts? Warst du im Schädel der Elfin? Sehr witzig. Sich dann unter dem Fluch des Tritonus. Zum Glück hat eine perfekte Quinte sie befreit. Wie ich immer sage, Harmonie wird die Welt retten. Die Vergeltung hat Obertöne des Friedens und der Gerechtigkeit, seit wir diesen Mann vom Fluch zu befreien vermochten. Frieden? Ganz gewiss nicht. Ich werde zur Abtei zurückkehren und einen heiligen Krieg gegen alle Schurken ausrufen, die es wagen, unheilige Intervalle zu spielen. Wahrlich, ich werde alles niederbrennen. Oh, das hat sie ja klasse hingekriegt. Manchmal folgen die Gezeiten der Geschichte dem seltener beschrittenen Pfad. Bin ich der Einzige, der glaubt, dass er gerade Blödsinn geredet hat? Das nennt man dichterische Freiheit. Langweilig. Lasst uns das vergessen und wenden wir uns wieder unserer Quest zu. Meine Freunde, ich bin dankbar für die Unterstützung, die ihr mir bei meiner Rache gewährt habt. Dann dankst du uns also dafür, dass wir eingestimmt haben? Einstimmen, wie mitsingen, mit dir. Ich bin so witzig. Verdammt. Ich mag den Zwerg. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? Mit Sicherheit schon mehrfach. So, gibt es jetzt hier in dem... Ah, guck mal, zerschlagen. Das ist dann wieder was, wo unser Ogre da durch kann. Durchsuchen den Tisch. Mana-Trank, Prügel des Kergers-Pack. Verweckter Brokkoli, ja. Nehmen wir alles mit. Hey Kumpel, hol dir keine Sehnscheidenentzündung. Da ist so der Ende des Ganges. Das Ende des Ganges. Da ist nur eine Kiste drin, das heißt, wir brauchen den Hebel. Das war aber nur einer, da muss es noch einen zweiten geben. Jetzt hier nochmal in dem Zimmerchen. Ah, guck, da ist noch ein zweiter Hebel. So, jetzt können wir nämlich abluden. Wo jetzt noch gleich, da ist der Durchgang. Ich weiß nicht, ob das gut wäre, das gehört uns nicht. Das gehört uns jetzt sehr wohl. Stulpen der konvexen Entropie. Sehr schön. Befreie den Gefangenen. Achso, das ist jetzt schon wieder die nächste eheliche Diebstahl. Achso, das ist... Ja, natürlich, das ist jetzt die andere Nebenquest. Richtig, die könnten wir jetzt tatsächlich beim nächsten Mal machen. Jetzt sind wir sowieso schon relativ nah dran. Jetzt ist natürlich nur die Frage, kann ich jetzt hier unten im Keller die anderen Räume auch noch betreten? Oder geht es nicht? Das ist so gerade eine kleine Vermutung. Wir hatten ja, bevor wir den Baden bekommen haben, 3 Klassen zur Auswahl. Und ich vermute mal, jeder von diesen Quests wäre, wenn es nicht der Bade jetzt gewesen wäre, hier runtergeführt und in eine jeweils andere Tür rein. Ja, wie dem auch sei, dann würde ich sagen, machen wir mal pünktlich Schluss an der Stelle. Beim nächsten Mal dann die nächste Nebenquest, die mit dem Diebstahl. Da können wir nochmal zurückkehren. Und diesmal machen wir sie fertig. Ne? Also, ich wünsche euch noch was. Cool, dass ihr dabei gewesen seid und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.